So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Crash Team Racing. Das letzte Mal haben wir die dritte Welt komplett abgeschlossen, ja. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur vierten Welt. Der Eingang war da oben, ne, genau. Heute mal eine etwas gewagte Aufnahme, denn es herrscht hier gerade ein Gewitter, ja. Aber ich denke mir so, scheiß drauf, ich habe jetzt irgendwie Bock aufzunehmen. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun soll, weil ohne elektronische Geräte könnte ich halt nicht... Nee. Das würde ich nicht überleben. Zum Glück ist das Gewitter... Noch ein bisschen weit weg, habe ich zumindest eben gehört, als ich, letztes Gebiet. Als ich zumindest eben so einen Blitz gesehen habe und dann mal so ein bisschen gezählt habe, hat noch ein paar Sekündchen gedauert. Naja, wird schon schief gehen. Würde ich sagen, wir fangen jetzt mit der vierten und letzten Welt an. Ja, danach gibt es ja auch noch ganz viele Bonusstrecken, von daher, wir haben noch genug zu tun, auf jeden Fall. Aber dann werden wir bald jede Strecke gesehen haben. Okay. Ich muss ja erst mit dem Aufbau gerade checken. Hier ist nur das, ne? Hier ist die Herausforderung später, da ist die Siegerehrung. Das ist hier unten, wa? Ja. So, was haben wir hier? Oh, Burg Cortex. Ja. Geht schon gleich gut los. Ist aber auch dunkel. Draußen. Na gut, eben. Sah es dunkel aus. Ja, da war gerade ein Blitz und ich höre nichts. Okay. Ja, ich bin immer ein bisschen besorgt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst hätte von wegen, der Blitz fliegt ein und ich sterbe. Es ist eher so diese... Man soll ja eigentlich keine elektronischen Geräte dabei anhaben, weil dann halt leichter was passieren kann, aber... Ich weiß nicht, ohne geht nicht. Und das Schlimme ist auch noch, pass auf, ne? Natürlich genau heute. Übrigens hier eine Anlehnung an Bowser's Castle, ne? Von Mario Kart und so. War auch noch mein, wow! Alter, der Blitz war hell. Noch höre ich nichts. Oh, jetzt gibt's auf die Fresse. Die Sache ist die. Hui. Was soll ich denn jetzt sagen? Achso, mein Handy ist. Also mein Aufladekabel meines Handys ist kaputt. Weil Katzen es lustig fanden, darauf rumzukauen auf dem Kabel. Das heißt, ich brauche ein neues Micro-USB-Kabel, ist ja kein Problem. Ich glaube, ich habe sogar noch eins rumliegen. Aber im Endeffekt ist jetzt quasi mein Handy gerade leer. Und zwar komplett. Und natürlich, wenn ich jetzt Strom abstelle, dann kann ich nicht mal mehr an mein Handy. Weißt du, das ist richtig traurig. Hätte ich es doch was so, dann würde ich sagen, okay, kann ich machen, kann ich ein bisschen YouTube gucken oder so. Weil unser Router bleibt sowieso immer drin. Aber das kann ich nicht. Das ist richtig traurig. Deswegen muss ich es jetzt wagen. Weil ich morgen Bock habe, einen Serientag zu machen, nehme ich jetzt schon auf. Ups. Coming through! Oh mein Gott, bin ich schlecht, ey. Ja, die Strecke ist schon ein bisschen härter. Ich merke das schon. Ist nicht so unbedingt ohne. Aber das wird noch ein Spaß, wenn ich hier dann Relikte und so einen Spaß mache. Nein! Ich habe das nicht verdient. Ja, eine gute alte Mario Kart Logik. Je weiter hinten man ist, desto mehr Scheiße kriegt man ab. Yeah! Boah, jetzt muss ich aber echt ein bisschen Mühe geben auf den letzten Meter hier. Alter, Blitze. Ausgerechnet heute beim Eurovision Song Contest, Mann, den kann ich jetzt gar nicht gucken. Ach, das ist auch traurig. Okay, vielleicht nehme ich nur eine Folge auf, weil ich gerade ein bisschen Angst habe. Na, da war jetzt das Krummeln. Also weit weg. Passiert schon nichts. Und wenn, dann kann ich mir nicht mal einen PC kaufen. Ich habe kein Geld dafür. Hui. Oh nein! Boah, Leon, was war das denn jetzt bitte? Warum? Oh, jetzt klaut ihm. Okay, das war's. Okay, warte mal, mit ganz viel Glück. Ne. Doch! Oh, auf dem letzten Millimeter. Nimm das, Polar. Schluck das nicht, nimm das. Take that! Oh, das war aber. Boah. Puh. Das war spannend.
Polar, du Lappen, was kannst du eigentlich? Außer dich in letzter Sekunde ganz billig von mir überholen lassen. Congratulations! You win a trophy! So, Crazy New Part haben wir jetzt schon durch mit den 13 Strecken. Hier kann ich nicht rechts rum, ne? Nein. Bin ich jetzt eigentlich hier wieder oben? Achso, wegen der Siegerehrungsplatz-Ding, ne? So, mal gucken, wo ich hin kann, hin muss, hin darf. Was haben wir hier? Das Engine Labor. Ja. Wieder ein Blitz. Oh mein Gott. Okay. Das ist richtig dunkel. Das ist gerade mal, was ist gerade mal? Halb 10 ist es gerade. Normalerweise ist es noch ein bisschen hell zu der Jahreszeit jetzt, aber es ist echt. Es ist halt noch hell, aber der Himmel ist so mega dunkel. Vor allem, weißt du, der natürlich kommt wieder dann, das Gewitter, wenn man es am wenigsten braucht. So, okay, es könnte natürlich auch tagsüber gewesen sein, das wäre eigentlich noch beschissener gewesen. Aber weil ich gerade auch heute viel hochlade, also morgen kommt die einstündige Zelda-Folge mit dem letzten Titan. Der Filmtalk muss auch hochladen und im Idealfall halt auch noch Crash, wobei ich überlege, das morgen ausfallen zu lassen. Wenn ihr das hier seht, ist es sowieso schon längst hinfällig, aber weil es halt so viel ist. Dann auch noch Gewitter und ich muss vielleicht schon abkappen. Das ist natürlich richtig kacke. Na, wollen wir mal sehen, ne? Das erinnert sich ein bisschen an diese, Dingeskegenstrecke. Wie hießen die noch? Fließbandstraße. Aus Crash Nitro Core. Ich habe auch keine einzige Wumperfrucht. Das ist ein bisschen traurig. Keine Strecke so lang wie die Tiny Arena, ey. Aber die fährt sich auch ganz gut gerade. Wenn ich halt einfach mal so sagen darf. Ist ja in der Theorie nicht voll cool. Bei diesen Rampen so kurz vorher zu springen. Habe ich nicht gesagt. Weil man dann weniger Sprung hat. Versteht ihr? Also wenn man dann weniger. Weil man dann eine minimale Abkürzung quasi hat. Ich glaube halt schon. Alter, wenn man in dieser Röhre boostet, dann hört man einfach nichts. Da und Dingens gehen ab, ey. Koko. Oh, Mann! Oh, komm schon. Gerne noch ein paar Wumperfrüchte, dann würde ich das Ding nämlich auch einsetzen. Ah! So. Jetzt geht auf die Fresse. Es ist ja quasi wieder Stern bei Mario Kart, ne? Kann man ja schon so ein bisschen sagen. Oh Gott, Koko ist direkt hinter mir. Koko ist sowieso voll mein Arc-Enemy hier irgendwie bei dem Spiel, habe ich das Gefühl. Das andauernd ist sie irgendwie direkt hinter mir. Keine Ahnung. Immer so, also es ist quasi immer ein Charakter wahrscheinlich, also nicht immer Koko, aber immer bei jedem Spiel überhaupt so ein Charakter gibt, der verhältnismäßig viel oben ist. Ich bin gerade so ein bisschen desillusioniert von meinem eigenen, Fähigkeiten, wollte ich sagen, beziehungsweise eher meinen eigenen Nicht-Fähigkeiten. Nennen wir es lieber so. Oh lol, schon abgesetzt, das wollte ich nicht. Wenn kein Unglück passiert, dann habe ich es ja. Pura! Wo ist ein Koko jetzt noch gelandet? Ich glaube, ich habe meine TNT-Kiste gefressen, ne? Ja, ja. Alter. Blitze. Mal gucken, wie die Scheiße wieder. You win a trophy! So, dann kommen wir jetzt gleich hier hin. Was haben wir hier? Den Hot Air Skyway, die Heißluftbahn hieß auf Deutsch, genau. Da wird nur lustig mit dem Buchstaben hier, mit einem lustig platzierten Buchstaben. Hihihi. Aber geht schon. Mhm.
So gehen die Mucke. Abkürzung. Oh my. Hier, was ist das? Das ist auch voll das mächtige Item, ne? Das ist halt zielverfolgender Dings eigentlich, oder? So ein zielverfolgendes Ding auch. Ups. Wow. Oh my. Boah, wenn der Neokortex, mein Gott, ich muss den Namen wieder erstmal hier überlegen. Wenn er nicht so hässlich wäre, ne? Dann wäre es schon ein großartiger Anfang. Eigentlich sind alle Charaktere bei Crash Bandicoot hässlich aus. Von daher. Macht auch keinen Unterschied. Ich freue mich auf die Crash Bandicoot-Spiele, wenn ich sie in dem nächsten Stream spiele. Ich freue mich ein bisschen, aber ich habe auch auf der anderen Seite unglaublich Schiss davor. Oder Respekt, eher gesagt. Beide Spiele halt echt asozial schwer sein sollen. Das ist irgendwie, das hätte nicht sein müssen. Mann! Ich habe mich ganz schön hochgesprungen. Alter, zwei Fette vor mir. Wow, das war mega. Das Track ist eigentlich ganz cool. Erinnert so ein bisschen an Regenbogenboulevard, ne? Weil man kann überall runterfallen. Alter, das wird immer fetter, die Blitze, ey. Komm nicht unbedingt näher. Wenn mein PC einfach abraucht, ja, dann habe ich einfach Pech gehabt. Ich habe ja mit dem Feuer gespielt. Wow! Das war gewagt. Das wird noch lustig, weil da nämlich später auf der Rampe ein Buchstabe ist. Alter, das war sau knapp. Tiny macht es nie wieder. Vor allem ist direkt hinter mir. Ich fahr doch gerade nahezu perfekt. Warum ist er direkt hinter mir, der Sack? Ich kriege jetzt tatsächlich auch gar nicht so unlang. Oh, Alter, Hilfe. Der wirft die Bomben wirklich bei geraden Stellen, ey. Richtig klug ist der. Ich frage mich, werden die Gegner besser, so je weiter der Warfroom geht, auch? Oder sind die Gegner immer komplette Vollidioten? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt haben wir... Jo, fehlt ja noch eine Strecke, ne? Das ist ja gut. Alter, und Dingo, die mit seinem komischen Flamethrower da ganz komisch. Also gar nicht übertrieben aussieht irgendwie. Congratulations! You win a trophy! You win a trophy! Da! Letzte Strecke! Komm ich einfach so lang dafür? Ja. Warum wird der Punkt auf der Karte so eher weiter unten angezeigt? Ich weiß nicht. Oxidstation! Oh, weia. Das, meine lieben Leute, ja, wird die Strecke sein, auf der wir schlussendlich gegen Enoxid antreten werden. Ja. Dauert ja nicht mehr lange, ne? Das erste Enoxid-Battle wird wahrscheinlich in der nächsten Folge stattfinden. Oh ja. Das ist ja ein Pinstripe, nimmt mich einfach von vorne bis hinten auseinander, so ungefähr. Noch 10 Jahre. Ist halt eine ganz lustige Geschichte, weil Enoxid ist wirklich ein ziemlich harter Gegner hier. Also so ähnlich wie bei Velo, der war ja auch nicht unbedingt ohne bei diesem Part, aber es ging. Aber der soll wohl sehr gemein und sehr schwer sein, aber es gibt auf dieser Strecke eine Abkürzung. Eine richtig, richtig mächtige Abkürzung. Von der ich mir nicht mehr sicher bin, ob sie überhaupt so gedacht ist. Also wahrscheinlich nicht. Es ist eher so eine Art,
Ja, das ist wirklich schon fast ein Glitch. Also die Abkürzung ist eigentlich nicht so gedacht, denke ich mal. Aber ich werde die dann zur Not nehmen. Also ich werde es erstmal ohne probieren, aber wenn ich wirklich merke, genau hier ist die Abkürzung an der Stelle, glaube ich. Aber wenn ich halt merke, so, okay, das wird mir irgendwie zu krank. Wow, Zero Gravity. Wo ist im Gesicht kratzen, ich konnte denken. Aber wenn ich merke, das ist mir irgendwie zu krass, dann, naja. Werde ich dann sagen, okay, ich nehme mal die Abkürzung hier, ne? Oh nein, ich habe meinen Boost sogar eingesetzt. Nein. Ich wollte vor ihm fliehen, vor der Rakete. Das hat nichts gebracht. Oh. Was? It is mine. Ach, come on, ey. Jetzt werde ich auch wieder ein bisschen auseinandergenommen, ne? Ich merke schon. Ich glaube, es nimmt sogar einmal, ja, es bleibt nicht bei einem. Eine mehrere durch. Oh, hab ich keine Alte. Oh, komm, oh, ja, und jetzt lande ich an der Wand, ey, was ist da los? Hier, erstmal das. So. Alter, die klauen mir die eins von der Nase weg. Kann wohl nicht wahr sein. Boah, ne, knallt das Ding doch weg. So. Maske bitte. Mann, ich will eine Maske. Nicht so ein Scheiß hier. Braucht doch keiner. Oh my. Maske oder irgendwie eine Rakete? Ja, danke schön. Easy, baby, easy. Wäre es lustig, wenn es die letzte Runde gewesen wäre. Dann hätte ich nämlich gerade mal so richtig den, meinen blanken Hintern gezeigt. Ja. Oh mein Gott. Polar, verpiss dich. Komischer Eisbär, der nicht meine Anleitung richtig lesen kann. Zu sehen im Intro, ne? Er hat dieses How to Race-Ding einfach falsch gemacht. Ich meine, er ist auch ein Eisbär. Eisbären können ich lesen, glaube ich. Also, vielleicht können sie es, ne? Aber. Ich bin ja nicht Mr. Biologe. Das ist falsch. Boah, hier geht das eigentlich schon los mit der Zero Gravity. Da kann man einfach schon einmal springen und sich einen Boost holen. Das finde ich schön. Hier auch so. Bam, bam. Cooler Trick, merke ich mir. Vielleicht. Halt vergesse ich ihn auch einfach. Auf meinen Gesetz, weil irgendwo ist gleich das Ziel. Ne, überall. Zwei Zero Gravity kann das sein. Oh mein Gott, ich hab B gedrückt. Das war gewagt. Wo ist denn das scheiß Ziel? Ist das so weit hinten? Oh Gott. So! Mein lieber Herausforderer. Alter. Es geht aber ganz schön ab da im Himmel. Ah, es ist halt nicht so laut. Also es ist nicht direkt über uns so. Mehr so in der Nähe. Ja, schauen wir mal, was wir gleich machen. Ich glaube, ich nehme lieber keine zweite Folge auf. Wie er wieder ausrastet, seine Rakete im Kopf. Wow, you call that racing? Forget about it. If you's gonna face Oxide, you's gonna have to get past me first. I'm the speed champion here, and I'm gonna save the world. For a sizable fee, of course. Der denn für eine Stimme, Alter? Ja, gleich für einen Akzent, Dialekt hat sich mega gruselig angehört. Jo, gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge an der Stelle. Jo, nächstes Mal geht's dann los mit einer Double-Herausforderung. Also Pinstripe zuerst, ne, und dann wird auch schon Oxid, glaube ich, kommen. Ja, ne, genau. Dann werden wir ihn herausfordern. Hat man noch vorher die Möglichkeit, die Rennen zu fahren? Ich glaube, wir müssen das Oxid herausfordern. Ah, dann kommt ja sowas wie... Du hast nicht gewonnen, also du musst noch mehr machen. Und dann müssen wir halt noch ja, die restlichen Relikte und so einen Scheiß sammeln und CDR-Chips und so. Und die Bonusrennen. Dann geht es ab. Dann ist er platt, der Gär. Und die ganzen Kapseln auch noch machen. Gut,
Jetzt aber wirklich, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob ich hier noch irgendwie weiter aufnehme oder ob ich mir jetzt denke, okay, lieber doch nicht. Alter, geht das aber nicht. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.